37 Fachkategorien haben wir jetzt in den zurückliegenden Tagen hier ausgezeichnet. Eine Fachjury von 12 marktunabhängigen Bildungsexperten hat sich alle 37 Projekte angeguckt und diese 12 Jurymitglieder haben entschieden, wer ist das Projekt des Jahres, was ist das zweitbeste Projekt des Jahres und was ist das drittbeste Projekt des Jahres. Drittbeste Projekt von Hunderten von Projekten, die sich alle für den Preis interessieren würden, ist eine riesige Geschichte. Jetzt würde ich gerne wissen, Herr Holzach, wer hat den dritten Preis von 37 nominierten Preisen gemacht? Hier sehen wir die Fachjury. Platz 3 hat das Siegerprojekt STIHL, Training Goes Virtual Reality, mit den Projektpartnern Andreas STIHL und Insimity und Aldinger und Wolf. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Soll ich das mal kurz halten? Ja. Ja. Sonst vielleicht oder wollen Sie es aufsetzen? Pressefoto. Nee, dann, genau, nehmen Sie es mit fürs Foto. Weil das Projekt ja schon die Tage vorgestellt wurde, vielleicht noch ein Satz dafür. Worum geht es genau bei eurem Projekt? Es geht um 3D-Erlebniswelten von Produkten. Und das mit dem Smartphone, also weltweit, jeder kann das nutzen, das ist der große Vorteil. Ja, Virtual Reality, ein Projekt, dritten Preis von über Hunderten von Projekten. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dein Budget wird jetzt erhöht für E-Learning. Ja. Dann sehen wir uns nächstes Mal zum ersten Preis wieder hier auf der Bühne. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Preis. Wir sehen hier nochmal die Bildungsexperten. Wer sich ein klein wenig halt auskennt, der weiß, dass das alles sehr ausgewiesene Experten sind. Teilweise aus Unternehmen, die selber schon sehr lange E-Learning einsetzen. Jetzt ist die Frage, wer hat den zweiten Platz gemacht? Und ich kann Ihnen verraten, alle haben dicht gehalten. Keiner weiß es von den Preisträgern, wer jetzt den zweiten Preis gemacht hat. Vielleicht werden jetzt einige Hände im Moment noch ein bisschen feucht. Gleich wissen wir es. Platz 2 der Jahresprojekte ist das Workplace Learning Szenario am Beispiel der virtuell kollaborativen Röntgendiagnostik. Projektpartner sind der Arbeitskreis für Innovation und Wissen AKI-RP Eifel und Dr. Metzabine Pohoden und TriSolve Scientific. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Frau Dr. Pohoden. Herzlichen Glückwunsch. Blumenstreich. Ja, jetzt kommen, glaube ich, noch Blümchen dazu. Ja, bevor das Pressefoto ist, vielleicht noch ein Satz, Herr Pohoden, von Ihnen halt. Worum handelt dieses Projekt genau? Das Projekt handelt darüber, die Mediziner zu unterstützen während ihren Diensten. Das heißt, wenn Notfälle einkommen, ist es oft erforderlich, dass die diensthabenden Ärzte mit den Oberärzten zu Hause, die da ihren Dienst vollziehen, Rücksprache halten. Und in diesem Fall ist das möglich, indem sie dann diese MRT-Bilder auf einen Personal Health Record hochladen und dann bekommt der Oberarzt zu Hause eine Nachricht und kann sich dann einloggen in das System und dann gemeinsam mit dem Oberarzt, der zu Hause seinen Dienst macht, eine Diagnose und Therapieempfehlung und gemeinsame Beurteilung von Röntgenbildern vorzunehmen. Super, vielen Dank. Lasst uns für Pressefotos noch vorkommen und ja, Platz 2 des E-Learning Awards, Projekt des Jahres 2017. Vielen Dank.
Dankeschön, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist nur noch ein Platz ist jetzt noch zu vergeben. Viel Arbeit haben alle reingesteckt in ihre Projekte, innovativ sind alle Projekte, einzigartig sind sie auch. Aber wer räumt alles ab? Wer hat den ersten Platz gemacht, Projekt des Jahres, E-Learning Award? Das E-Learning-Projekt des Jahres ist 3D-SIMET GBT, der Projektpartner Schweizerische Bundesbahn und TriCat. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Sie müssen das jetzt ein bisschen miteinander halten, weil ich habe nicht so viele. Ja, bevor wir jetzt das letzte Pressebild machen, vielleicht zunächst einmal die Frage, hatten alle dicht gehalten? Habt ihr wirklich nichts davon gewusst? Nein, Ehrenwort. Ja, super. Das ist auch sicher ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir hier gesehen haben. Und fürs interne Marketing bringt ja auch nicht irgendetwas nach Hause. Eine Jury, wir sehen die Jurymitglieder, die alle unabhängig voneinander diesen Preis für euch ausgelobt haben. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, weiter so. Und vielleicht noch ein bisschen vortreten für ein gemeinsames Pressefoto. Ja, ein Foto geht noch. Den Moment hat man nicht alle Tage. Ja, vielen Dank. Gratulation an die Preisträger. Schön, dass Sie es auch geschafft haben zu uns hier auf die kleinste Messebühne der Welt. Schöne Grüße an die Kollegen von der Deutschen Bahn, die Sie jetzt wieder zurück in die Schweiz bringen. Und ich freue mich schon auf eure nächsten Projekte. Dankeschön. Ja, das Schlusswort wird jetzt haben der Vorstand des Didakta-Verbandes, der dieses Projekt ausgelobt hat. Also das Projekt des Jahres gibt es deswegen, weil der Didakta-Verband, der mit uns seit vielen Jahren zusammenarbeitet, dieses Projekt halt ermöglicht hat, dass wir ein Projekt des Jahres hier vorstellen. Herr Jünger, darf ich Sie bitten, zu mir auf die Bühne. Wir haben jetzt seit Dienstag haben wir aus vielen Unternehmen, DAX-Unternehmen, kleinere Unternehmen aus Schweiz, Österreich und Deutschland Projekte vorgestellt, wo E-Learning eingesetzt wird. Wir haben Projekte kennengelernt aus Hochschule, Schule, auch für die Berufsschule. Welchen Stellenwert hat E-Learning für euch als Verband und als Organisatoren der größten Bildungsmesse der Welt? Ja, vielen Dank, Herr Siebmann, erstmal, dass ich da sein darf. Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die bereits in dieser Woche und auch heute schon gewonnen haben. Ja, wir haben ja unglaublich große Herausforderungen in der Industrie. Industrie 4.0 ist ja nur eines dieser Schlagworte. Die Digitalisierung beschäftigt uns im Moment im Didakta-Verband zunehmend auch immer stärker. Und wenn man sich alleine diese Halle, neue Technologien und Digitalisierung digital anschaut, dann sieht man, wie sich das bewegt, wie die Marktplayer insgesamt sich verändern von dem klassischen Schulbuchverleger, die in der Halle 1 oder auch in der Halle 6 angesiedelt sind, jetzt zu neuen Anbietern, die vor Jahren noch undenkbar geworden wäre, die sie hier in der unmittelbaren Nachbarschaft finden. Das heißt, für uns als Verband der Bildungswirtschaft, der auf die Politik auch einwirken will, wie Bildungsprozesse zu verändern sind und wie Bildungsprozesse und Bildung zu finanzieren ist, ist das natürlich ein unglaublich wertvolles Medium, das wir total unterstützen. Aus Ihrer Sicht ist jetzt die Spitze erreicht in den Unternehmen, in den Schulen, in den Hochschulen, was den Einsatz von digitalen Medien angeht? Oder vermuten Sie, dass noch weiterer Einsatz zu erwarten ist?
Also wir sind der Meinung, dass da noch gar nichts erreicht ist, beziehungsweise sehr, sehr wenig erreicht ist. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann sieht man alleine ja in einer solchen Hallenaufteilung, die ja noch recht starr nach Themen auch vorgenommen wird, dass in der Halle 1, ich wiederhole das noch einmal, die klassischen Verlage stehen. Die Berührungsängste aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, die Didakta-Verband haben zu den neuen Technologien. Es gibt Aussteller, die wären gerne in der Halle 1 gewesen, die jetzt hier in der Halle sind. Es ist aber mehr oder weniger daran gescheitert, dass diese bisherigen Strukturen, auch der Ausstellerstrukturen, das nicht zugelassen haben. Also wir glauben, auch wenn man davon spricht, dass die digitale Transformation vielleicht in den Unternehmen angekommen sei, Sie haben das ja auch in der Studie, in einem Vorwort, glaube ich, so ein bisschen beschrieben, dass das mit der Bildung absolut noch nicht der Fall ist. Und wenn man so sieht, was mit dem Geld, was vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellt wurde, dieser digitale Pakt von der Frau Wanka mal in den Raum geworfen wurde, diese Hilflosigkeit, die ja auch in vielen Podium hier auf der Messe zum Ausdruck kommt, in Diskussionen, diese Hilflosigkeit, nicht nur, wie ich das Geld überhaupt einsetze, diese Hilflosigkeit ist sinnvoll auszugeben, zeigt ja, dass wir da noch ganz, 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 ganz weit vorne am Anfang stehen, zumindest was die Bildung betrifft. Die Durchführung der Didakta ist das eine. Jedes Jahr, entweder in Köln, Stuttgart oder nächstes Jahr wieder in Hannover, immer zwischen 90 und 100.000 Fachbesucher, die kommen. Das andere ist die Seite des Verbands Leben, was in der Öffentlichkeit nicht so sehr wahrgenommen wird, mehr in der Fachöffentlichkeit. Welchen Stellenwert hat E-Learning für euch als Bildungsverband und wo seht ihr eure Aufgaben in der Zukunft? Also zum einen hat auch da natürlich in der Verbandsarbeit E-Learning einen hohen Stellenwert. Das zeigt man ja oder zeigt sich ja schon darin, dass wir vor 6 oder 7 Jahren so einen Bereich überhaupt noch nicht hatten. Dass jetzt inzwischen das E-Learning Forum und auch diese Plattform, die Sie ja auch maßgeblich mit uns und für uns gemeinsam organisieren, ein fester Stellenwert geworden ist und eine Dynamik erreicht hat, beispielsweise ja auch durch die Verleihung des Awards oder auch die Benchmarking-Studie. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben eine Kooperation seit Ende letzten Jahres mit dem Bündnis für Bildung geschlossen, und zwar eine strategische Kooperation. Die sind da drüben in der Halle irgendwo angesiedelt. Das sind ja auch Unternehmensvertreter, auch Konzerne, die sich wirklich jetzt aus einem ganz anderen Blickfeld mit Bildung und mit Digitalisierung, mit E-Learning beschäftigen. Wir haben einen gemeinsamen Arbeitskreis gegründet. Wir haben einen zweiten Geschäftsführer im Didakta-Verband eingestellt, der für beide Verbände tätig ist. Also alleine in den letzten 3 Monaten kann man sagen, ist das Thema digital nicht auf die Agenda des Didakta-Verbandes gekommen. Da war es schon, aber hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert erreicht. Und es werden auch strategische weitere Kooperationen in der Richtung geben. Ja, letzte Frage, wo wir schon den Vorstand des Didakta-Verbandes bei uns hier auf der Bühne haben, Herr Jünger. Ein erstes Zwischenfazit. Wir haben heute schon Freitagnachmittag. Dienstag hat es begonnen, Samstag ist zu Ende. Wie viele Besucher sind dieses Jahr hier? Wie viele Aussteller? Wie weit sind eure Erwartungen aufgegangen? Wer Didakta ein bisschen verfolgt, weiß, dass Stuttgart der zweit erfolgreichste Standort ist, Köln der erfolgreichste. Das liegt einfach so ein bisschen an der Umgebung, an der Regionalität, an dem großen Einzugsgebiet. Wir haben, was die Aussteller angeht, fast 900 Aussteller. Das sind 150 Aussteller mehr als im vergangenen Jahr. Wir haben 150, das ist ein Zufall, dass diese Zahl fast übereinstimmt, 150 internationale Aussteller. Das hatten wir noch nie. Das zeigt auch das Thema Internationalisierung, gerade auch in Bezug auf Bildung, wird unglaublich wichtig. Was die Besuchermarke angeht, wir peilen die 90.000 an. Wir möchten sie gerne überschreiten. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt bei knapp über 70. Also wir könnten Glück haben, wenn der Tag heute, also mit dem heutigen Tag schon gerechnet und morgen noch ganz gut wird, dass wir diese Marke zumindest streifen. Und das wäre natürlich dann auch ein großer Erfolg. Die Foren sind grundsätzlich gut besucht. Von daher sage ich mal so als Vorstand, ich bin ja nicht alleine Vorstand, ich habe ja noch ein paar Kollegen, sind wir eigentlich rundum zufrieden. Wir hatten einen tollen Ausstellerabend gestern. Wer das genießen durfte, durfte uns in Lederhosen sehen. Auch das war sicher ein Vergnügen. Letzte Frage. Wenn ich über die Didakta gehe, dann habe ich immer noch den Eindruck, ich muss noch ein bisschen bibelfest sein zum Thema E-Learning. Es ist ein Querschnittsthema. Es kann mich überall überraschen. Aber ich habe noch nicht so ein richtiges Leitsystem, dass ich wirklich so sagen kann, aha, wo finde ich das überall? Das geht sicher auch vielen Besuchern so. Das kriegen wir auch immer wieder mit bei unserem Infostand. Habt ihr da für die Zukunft Pläne? Wie wolltet ihr mit dem Thema E-Learning weiter umgehen? Kann man da schon was zu sagen?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich Sie, Herr Siebmann, dann demnächst wieder in der Geschäftsstelle begrüßen darf, dann stelle ich Ihnen genau diese Frage zurück, weil Sie sind unser E-Learning-Experte, Sie kennen den Markt. Nein, das ist natürlich nicht nur im E-Learning-Bereich ein Problem oder eine Herausforderung. Ich will es nicht als Problem bezeichnen. Das haben wir jetzt gerade in diesem Jahr sehr stark in dem Bereich Qualifizierung. Wo setze ich die Grenze? Wir haben hier einerseits Anbieterstrukturen in den Hallen, Zielgruppenstrukturen, also wir sind sehr stark nach Zielgruppe aufgeteilt, aber gerade diese Halle hier betrifft alle Zielgruppen, die in irgendeiner Form mit Bildung zu tun haben. Und das ist unglaublich schwer, da jetzt diese Themen so anzubieten und zu vermengen, dass am Ende alle zufrieden sind, weil letztendlich möchte dann der Aussteller A und B die Zielgruppe A und B nicht am Stand haben, gleichzeitig möchte aber andere, gleichzeitig wieder viel Laufpublikum. Also das ist eine Herausforderung, die wir dann hoffentlich gemeinsam lösen werden. Okay, ein herzliches Dankeschön, ein Applaus für den Vorstand des Didakta-Verbandes für den Einsatz zum Thema digitale Medien und E-Learning. Dankeschön, Herr Jünger.